Allein durch die Berührung am ganzen Körper und nicht nur fixiert auf erogene Zonen werden natürlich auch ganz andere Hormone ausgeschüttet, die viel mehr Vertrauen aufbauen, die selbst gegen Depressionen aktiv positiv sich auswirken. Man fühlt sich mehr akzeptiert, die Selbstliebe wird gesteigert. Es hat so viele Komponenten, auf die sich das auswirkt. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Hier spricht euer Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich nutze gleich mal am Anfang die Gelegenheit, mich mal zu bedanken. Zu bedanken für das viele, viele Feedback, für die Kommentare, die wir bekommen haben. Zur 50. Folge, zur Folge einmal Depression und zurück, bitte. Ich habe wirklich das Gefühl, wir haben da so einen kleinen Nerv getroffen. Teilweise haben uns wirklich sehr, sehr persönliche Geschichten erreicht von Betroffenen oder Menschen, die Betroffene in ihrem Freundes- oder Familienkreis haben. Und natürlich freut mich das besonders, wenn ich dann lese, dass das Gefühlsleben viel greifbarer wurde für einen Außenstehender und nachvollziehbarer wurde. Weil genau das war ja die Intention dieser Folge, sich das mal so richtig anzuschauen. Wie sieht es denn aus in so einem Betroffenen und wie kann ich das ein Stück weit nachvollziehen? Also ganz vielen lieben Dank für dieses viele, viele sehr, sehr nette Feedback. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und freut uns natürlich auch nach wie vor. Die heutige Folge, die hat vielleicht sogar ein bisschen was mit der großen Hitze draußen zu tun. Es ist Sommer, es wird viel Haut gezeigt, es werden verschiedene Hormone getriggert. Und die Folge selbst, das Interview, was jetzt gleich im Anschluss kommt, das ist schon fast, es ist schon ein halbes Jahr alt. Es ist nämlich entstanden Ende November, Anfang Dezember bei meiner Polen-Experience zum Thema Wim Hof. Ich bin dort auf Sukadas getroffen. Sukadas war damals gerade kurz vor Abschluss seiner Ausbildung zum Wim Hof Instructor. Und wir saßen so beim Abendessen zusammen und so ganz nebenbei hat er mir erzählt, ja, und ich bin auch noch Tantra-Lehrer. Und ich so, what? Tantra-Lehrer, krasses Thema. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Begriff Tantra hört. Ich habe dann sofort so gewisse Bilder im Kopf gehabt und gewisse Vorstellungen, habe mich vorher auch noch nie damit beschäftigt. Und muss sagen, ich habe doch ein bisschen daneben gelegen, hat sich dann im Laufe des Interviews dann auch rausgestellt. Und ich habe mir Sukadas natürlich sofort geschnappt nach dem Abendessen und gesagt, oh komm, wir müssen ein Interview darüber machen. Ein super Thema, super interessant und haben wir dann auch gemacht und das hört ihr jetzt gleich. Tantra, ich habe dann im Nachhinein noch so ein bisschen recherchiert zur Sache, um das vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, bei allem, was wir Westeuropäer dann vielleicht auch direkt für Bilder im Kopf haben. Also Tantra waren ursprünglich Lehren zur Lebensführung von ganz verschiedenen Bereichen, übers Gefühlsleben, über ganz praktische Dinge und eben auch Sexualität und sexuelle Hingabe. Aber das war nur so ein kleiner Teilaspekt des Tantras oder der Tantrin heißt es vielleicht im Plural. Ich weiß es gar nicht. Interessant. Aber bei uns hier im Westen ist irgendwie nur dieser, also nur in Anführungszeichen, dieser Tantra-Massage hängen geblieben. Das ist das, was wir eigentlich so darunter verstehen. Ich würde sagen, es ist sehr, sehr spannend, mal in diese Welt einzutauchen. Dann würde ich sagen, Ende des Intros, rein ins Interview. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Sukadas. Ja, hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du dich hier einklingst. Und bevor wir auf das wirklich spannende Thema zu sprechen kommen, das ich schon angeteasert habe, vielleicht am Anfang, du wohnst jetzt in Berlin, kommst ursprünglich aus Stuttgart. Exakt, ja. Sukadas, das klingt jetzt aber nicht nach so einem typischen Stuttgarter Bub-Name. Was hat's damit auf sich? Ja, 2003 bin ich auf meinen Advaita-Meister Madhukar gestoßen und von ihm habe ich den Namen. Was für ein Meister? Advaita. Das Advaita Vedanta ist eine indische Philosophie. Das kann ich mir vorstellen wie so eine Art Lehrer, so eine Art Guru. Genau, ja, spiritueller Lehrer. Okay, das heißt, du warst ein Mensch aus Stuttgart, der so ein bisschen auf spiritueller Suche war, kann ich mir das so vorstellen. Und dann hast du ihn irgendwann gefunden als dein Lehrer, als dein Guru.
Exakt, ja. Also mich hat eine Freundin eingeladen, die mit ihm zur Schule gegangen ist und hat gemeint, hey, das komm doch mal vorbei, das könnte was für dich sein. Und ich saß da im Raum, er hat den Raum betreten und ich habe so eine Leichtigkeit gespürt, die ich noch nie zuvor in meinem Leben erfahren habe. Also wirklich so ein Frieden, eine Gedankenlosigkeit. Es war so, als Zukunft und Vergangenheit gekappt wurde. Und das hat mich so beeindruckt. Also in mir kam nur noch so, das ist das, was ich die ganze Zeit gesucht habe, aber nicht wusste, was. Ja. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass das mich einerseits sehr erschreckt hat. Ja. Einerseits war ich total euphorisch und was das für eine schöne Erkenntnis ist. Aber ich hatte auch Angst. Er hat in diesem Meeting über Selbsterkenntnis geredet und Selbsterforschung. Und ich hatte das Gefühl, ich habe Angst, mich selber zu erkennen. Und er hat gemeint, das ist kein Problem. Ich soll einfach sein Buch lesen, ihm folgen und der Rest ergibt sich von selbst. Und ja, seit 15 Jahren kennen wir uns und das hat mein Leben sehr bereichert. Du hast ja jetzt von sehr intensiven Gefühlen gesprochen, einfach nur durch die Präsenz dieser Person. Exakt. Der hat mich, das in dir ausgelöst. Ja. Guru heißt nach der indischen Tradition jemand, der dich vom Dunkeln ins Licht führt. Und meiner Ansicht nach ist das, dass jemand, wenn sich jemand selbst erkannt hat, dass eine Ausstrahlung hat, dass dir ermöglicht, dich selbst auch zu erkennen. Viele in der westlichen Welt haben Guru und Abhängigkeit etc. Darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht um sich selbst zu erkennen in seinem Innern. Ist natürlich auch, weil du ja auch gesagt hast, du hast ein bisschen Angst gehabt oder sowas. Das hat ja dann, also man bildet ja dann so eine krasse Vertrauensgemeinschaft zu einem Menschen. Ja, da gibt es mit Sicherheit, oder ich denke mir mal, da gibt es vielleicht auch schwarze Schafe. Bestimmt. Also da in Indien auch, also da gab es zum Beispiel. Also die abstruseste Geschichte war mal, dass ein Fake-Guru mal in Indien geladen hat und dann hat er Tee verteilt und da war dann halt MDMA oder Ecstasy oder so drin. Ne? Und die Leute haben sich dann super cool gefühlt und ja, war okay. Extrem. Also es gibt überall schwarze Schafe, ja, vor allem. Spiritualität auf der einen Seite. Wir beide haben uns jetzt getroffen über die Wim Hof-Methode. Excellent. Du bist gerade in der Ausbildung zum Wim Hof Instructor. Ja. Kurz vor Abschluss. Genau. Spannende Zeit. Total. Ich bin gerade hier als Wim Hof Schüler, um die Grundideen kennenzulernen. Spannend bei uns beiden ist jetzt das Thema Tantra. Das ist ja auch krass. Du beschäftigst dich seit weit über 10 Jahren, 17 Jahre. Wahnsinn. Mit dem Thema Tantra. Ich sag jetzt mal, ich habe mich null auf das Gespräch vorbereitet. Das war jetzt eine ganz spontane Geschichte, aber ich wusste sofort, das brauchen wir. Ja. Also auf der einen Seite ist ja Sexualität einer der, im wahrsten Sinne des Wortes, Hauptsache Triebfedern des Menschen. Das ist ja ein Bereich, der uns unglaublich beeinflusst, steuert, entfacht, frustriert, ängstigt, aufregt. Also der hat ja einen unglaublich riesigen Einfluss auf unser Leben. Ja, ich glaube auch, dass in der menschlichen Geschichte klar ist, dass die Unterdrückung sehr viel der Sexualität sehr viel mit Macht zu tun hat. Und Menschen, die in ihrer Sexualität stehen und da einfach ohne Kondition frei sind, und das muss jetzt nicht freie Liebe sein, sondern einfach mit ihrer Sexualität mit sich im Reinen sind, dass die teilweise auch auf die Gesellschaft Angst machen. Ja, also wirklich Angst ausstrahlen. Weil die nicht in die Norm passen vielleicht. Ich glaube auch eine gewisse Stärke. Ich komme aus dem Schwabenland, ne? Und da wird eigentlich so offen über Sexualität nicht wirklich gesprochen. Und wenn, dann eher so hinterher vorgehaltener Hand. Und ja, das ist, finde ich, also es war mir schon immer ein Anliegen, da so ein bisschen dran zu rütteln. Es ist ja ganz interessant. Also ich weiß ja nicht, wie es heute bei Pubertierenden ist. Wir haben ja andere mediale Möglichkeiten. Können wir vielleicht auch noch mal drauf sprechen, kommen später. Aber bei mir war es so, es gab, natürlich haben die Eltern irgendwie versucht, irgendwann mal den Bub aufzuklären, so gut sie es halt konnten.
Ich glaube, das haben die auch ganz gut gemacht. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ich habe zumindest war ich nicht schockiert oder habe keine Erinnerung dran. So, dann gab es den Biologieunterricht in der Schule. Das war ja alles sehr nüchtern. Dann gab es die Bravo. Und da endet eigentlich die Aufklärungsgeschichte, bis dir dann irgendwann mal das erste Pornoheftchen oder sowas in die Hände fällt. Das heißt, also in meinem Leben war es so, ich bin auch nicht auf die Idee gekommen oder hätte jetzt auch nicht gewusst, mich auf dem Gebiet in irgendeiner Form, ich nenne es jetzt mal, aktiv weiterzubilden, ja, ne? Ausgebildet zu werden, geschult zu werden. Ja. Und im Grunde genommen, und so verstehe ich Tantra, aber du wirst mich da korrigieren, falls ich da falsch liege. Ich glaube, es geht ja beim Tantra darum, eine Körpererfahrung zu machen, zu einem fremden Körper, aber auch zu seinem eigenen Körper, um mehr Zugang, mehr Schulung, mehr Detailwissen zur eigenen Sexualität und auch zur Sexualität des Partners zu bekommen. Also grundlegend ist es für mich eine Form der Selbsterkenntnis. Das tantrische Massageritual ist auch, harmonisiert die Sexualität, intensiviert auch meiner Meinung nach die Sexualität und ist aber ein sehr starker Fokus auf das, ja, wie nehme ich mich wahr? Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Und auch gerade beim Massage geben, dass man sehr, ja, in sich reinfallen kann. Und es ist eine klare Trennung von geben und nehmen. Und in der normalen Sexualität verschwimmt das, ja. Und hier sind wirklich, hat jeder seinen Bereich, wo er sich fallen lassen kann. Und es besteht eher immer die Ansicht, dass der Empfangende bei der Massage einen Benefit hat, ja, und der Gebende die Arbeit. Aber das ist bei der Tantra-Massage definitiv nicht der Fall, ja. Du hast gesagt, auch ein Stück Selbstfindung. Kann sowas auch das eigene Selbstbewusstsein stärken? Definitiv, ja. Inwiefern, wie könnte ich mir sowas vorstellen? Also, oder fangen wir mal so an. Wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich komme jetzt auf die Idee und sage, prima, ich besuche jetzt eine Tantra-Massage. Frage Nummer eins, kann man da überhaupt allein hingehen? Ja. Kein Problem. Ja, also eine Tantra-Massage-Ausbildung ist jetzt nichts, was für Paare. Ich achte immer, dass das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist und die Übungspartner fügen sich dann von selbst, ja. Ich kann aber auch mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner als Paar. Ja. Okay. Das heißt, wenn ich da als alleinstehende Person hingehe, dann übe ich diese Übung mit einer fremden Person aus, aber man lernt sich wahrscheinlich vorher. Genau. Es finden natürlich Sensibilisierungsübungen statt, auch wo man Vertrauen aufbaut. Und es ist natürlich, dass man an das Massageritual Schritt für Schritt hingeführt wird. Ja, man wird da jetzt nicht so ins kalte Wasser geschmissen und das, ja, also der Feedback von den Besuchern ist, dass es sehr, sehr angemessen stattfindet, die Einführung. Ja, man ist klar, ist das erstmal ein Bild, wenn man da mit 12 Menschen, fremden Menschen vielleicht auch zusammen in einem Raum ist und dann jemanden anfängt zu massieren. Aber es gibt ja das Begrüßungsritual und so weiter. Und dann über 4 Wochenenden wird man dann Schritt für Schritt immer weitergeführt. Also es gibt 4 Sessions an 4 Wochenenden und du leitest die Menschen, die dann in deinen Kurs kommen. Also pro Wochenende 2,5 Tage. Ah, okay. Aha. Genau. Und 10 Ausbildungstage gibt es. Also Ausbildungstage heißt, dass jemand, der diesen Kurs besucht, am Ende dann was ist? Tantra-Masseur und kann die Tantra-Massage eigenhändig weitergeben. Wir wollen uns jetzt in allererster Linie mal die gesundheitlichen Möglichkeiten und Aspekte von sowas angucken. Also Sexualität, wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt in fast allen Lebensphasen des Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Wo siehst du dann die größten Vorteile oder wo würdest du sagen, das wäre eine Hilfe für Menschen, die in dieser oder jener Situation sind? Wo kann
Tantra-Massage helfen? Ja, also einerseits hat es im sexuellen Bereich den Vorteil, dass es zur gewohnten Sexualität, wie viele Paare ihre Sexualität leben, dass nach ein paar Jahren einfach man so ein gewisses Muster hat, wo ich mit dem Hilfe des Partners sozusagen mir einen runterhole, ja, kommt da eine ganz andere Ebene mit rein. Ich werde viel feinfühliger. Ich nehme mir bewusst Zeit für eine bewusste Berührung und nicht, dass ich so schnell wie möglich komme, sondern wirklich über 2-3 Stunden den anderen erfahre. Und allein durch die Berührung am ganzen Körper und nicht nur fixiert auf erogene Zonen, werden natürlich auch ganz andere Hormone ausgeschüttet, die viel mehr Vertrauen aufbauen, die selbst gegen Depressionen aktiv positiv sich auswirken. Man fühlt sich mehr akzeptiert, die Selbstliebe wird gesteigert. Es hat so viele Komponenten, auf die sich das auswirkt. Also man sieht das auch bei den Teilnehmern, die selbst nach dem ersten Wochenende bei Menschen, die eine Massage bekommen, die sagen nach Tagen, man geht noch mit so einem Strahlen durch die Straßen und die Leute fragen, was ist denn mit dir passiert, ja? Und ja, ich glaube, das ist sehr, sehr nachhaltig, was da passiert mit einem. Das war ein interessanter Punkt mit diesem Paare, die seit einiger Zeit zusammen sind. Wir kennen ja alle dieses frisch verliebt sein und wir kennen dann die ersten Monate von einer frischen Beziehung, wo quasi alles von selbst läuft. Und dann gibt's irgendwann eine Zeit, ich nenne es jetzt mal ganz dröge, eine Gewöhnungsphase. Dinge werden mehr und mehr mechanischer, Dinge verschwinden im Alltag, dann kommen vielleicht Kinder dazu, beruflicher Stress, Zeitmangel, man ist abends müde, man muss sich fast schon aufraffen, für nochmal aktiv zu werden. Also ich male das jetzt mal bewusst in schwarzen Farben. Da kann Tantra eine neue Perspektive sein, kann eine andere Ebene berühren. Meiner Ansicht nach ist das genau aus diesem schwarz-grauen Bereich ein Schritt in eine bewusste Sexualität, vielleicht durch eine lange Partnerschaft und dann kommt ein Kind, dann wird das eher so unbewusst gelebt als Trieb einfach abgearbeitet, manchmal sogar schon. Und das Tantra-Massage-Ritual ist wirklich, man muss sich bewusst Zeit nehmen füreinander, ist ein Commitment. Dann auch die Berührung, also dadurch, dass es so ein intensives, langes Ritual ist. Wie lang ist es denn so? Kann man das bis ins Endliche ausschmücken, ne? Aber so die Erfahrung ist, dass es so 1,5 Stunden bis 2-3 Stunden sogar gehen kann. Und in der Langsamkeit liegt auch die Kraft und man entschleunigt sich auch, man kann sich fallen lassen, man vergisst den Alltag, es ist sehr sinnlich, ja. Wenn ich jetzt sowas machen wollen würde, dann würde ich bei dir anrufen und würde sagen, hey, du machst doch sowas, ja. Kann ich da Samstagabend hinkommen zum Beispiel und du würdest sagen, ja prima, uns hat sowieso noch ein Mann gefehlt. Wie würde ich mir das dann vorstellen? Da kommt man dann dahin. Also ich würde mich ja da erstmal seltsam fühlen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Es wäre eine völlig neue Erfahrung. Mhm. Und ich hätte jetzt im Kopf, okay, irgendwie in einer Stunde vielleicht bin ich da mit einer wildfremden Frau irgendwie unter Anleitung eines Massagelehrers mit anderen fremden Paaren, wo auch immer und mache was auch immer. Also das ist schon ein stranger Gedanke, finde ich. Wie würdest du mir da die Angst nehmen oder was würdest du mir da sagen? Ja, also wenn Menschen Interesse haben und sich bei mir melden, dann mache ich auch erstmal ein Vorgespräch. Also ich sage, komm vorbei, der Rest ergibt sich schon. Nein. Also ich versuche erstmal auch Zweifel oder falls Fragen offen sind. Aber der Ablauf ist, das meistens fängt es abends an und dann macht man auch erstmal eine Begrüßungsrunde, nähert sich an, dann bekommt man das Massageritual vorgeführt von Anfang bis Ende, dass man eigentlich weiß, was einen so die nächsten 10 Tage erwartet und dann ist eigentlich auch schon der erste Abend vorbei. Wie bekommt man das vorgeführt? Ich gebe eine Massage, ja.
Also das heißt, andere sitzen und beobachten dich dann dabei, exakt, wie du das vorführst. Ja. Und das ist dann sozusagen die Theorie. Sozusagen. Ja. Ne? Und weiterführen ist es dann die nächsten Tage, dass es Sensibilisierungsübungen gibt, Partnerübungen und dann Schritt für Schritt das zuvor gezeigte Ritual dann Step by Step wieder vorgeführt wird und dann praktiziert man. Und dann ist man einmal Empfänger, einmal Gebender. Und dann baut sich das so sukzessiv auf, dass man immer pro neuer Unterrichtseinheit einen neuen Schritt lernt und den dann übt. Finden sich die Paare dann da vor Ort und bleiben diese Paare dann für das Seminar zusammen? Nein. Oder wechselt man dann da? Man wechselt. Es ist auch von Vorteil, wenn man wechselt. Natürlich, wenn Paare unter sich bleiben wollen, meistens erstmal zu Anfang, aber dann die Gruppenenergie, es baut sich so viel Vertrauen auf, dass sich das dann doch meistens immer von Paaren dann gerne angenommen wird, mal mit anderen Menschen, auch gleichgeschlechtlich oder was auch immer, das auszuprobieren. Und man macht auch, man hat einen größeren Erfahrungsschatz, den man während über die ganzen 10 Tage natürlich sich ansammelt, wenn man verschiedene Körper, Menschen auch massiert. Du hast vorhin schon die Depression mal erwähnt. Ja. Ich gucke ja auch gerne immer mal so in den Hormonhaushalt rein. Exakt. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Menge passiert bei so einer Geschichte. Ja, also es gibt Serotoninmangel, ne? Klassische Depression, Angstzustände und bei Berührung passiert einfach so viel im Gehirn, was, ich meine, wir müssen daran denken, wie wir unsere Kinder berühren, ja, mit was für einer Liebe und Zuneigung wir Kinder streicheln. Und letztendlich ist das auch übertragen in das Erwachsenenleben, dass wir jemand Nähe schenken. Ja, es gibt es gibt Kliniken, da wird bei Depressionen Ganzkörpermassage verschrieben, bewusst, weil einfach Nähe, einfach eine bewusste Berührung sehr viel auslöst. Diese körperliche Zuwendung eben auch. Ja, exakt. Ja. Wie kann ich mir so einen Raum vorstellen, in dem, also, oder machst du das immer im gleichen Raum oder mietet man sich dann in der Stadt einen Raum? In Seminaren, an, oder? Genau, ja. Seminar. Oder mal 10 Tage am Stück auf einem, in einem schönen sonnigen Land, in einem Retreatplatz, ja. Ach, schön. Ja, ja, das klingt ja sehr schön. Ja. Und die Leute, die liegen dann auf dem Boden oder haben Pritschen? Ja, oder? Das ist, es gibt Matten. Und meistens so mit einem Gummiüberzug und dann mit einem schönen Frotte, also weil doch sehr viel Öl fließt. Ja. Ja, okay. Wenn wenn ich mich jetzt für sowas begeistern würde, wie bekomme ich denn seriösen Kontakt? Ich sage deswegen seriös, weil ich auch immer wieder in Städten Plakate sehe, Erotikmassage und so. Das ist ja eine völlig andere Geschichte. Exakt, ja. Also, das ist eine gute Frage, ne? Also, es gibt einen Tantra-Massageverband, aber mit dem bin ich nicht in Kontakt. Bei mir ist es so, man muss ein gutes Gefühl haben. Also, wenn man auf eine Seite geht und vielleicht auch vorher dort anruft oder sich mal Google-Bewertungen anguckt, also ganz rational da rangeht. Ganz klassisch. Und vielleicht kennt man auch jemanden im Freundeskreis oder so, der einen da jemanden empfehlen kann. Also eine persönliche Empfehlung schadet mit Sicherheit nicht. Definitiv. Würde man, in so einem Bereich. Würde man dich denn jetzt über eine klassische Website zum Beispiel finden können? Ja, sukadas.com. Ganz also, einfach. So einfach. Ja. Verlinken wir auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Wie kann ich mir so ein Erstgespräch vorstellen, wo du, also ich denke ja mal, ich glaube, auch für Paare kann das ja eine gute Idee sein. Total. Also um neue Ebenen zu bekommen. Jetzt hat man ja oft das Problem, dass ein Part sehr eifersüchtig ist, zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel sie oder er. Sie hat ihn vielleicht überredet. Komm, wir gehen da mal hin. Toll. Er ist total skeptisch. Oder umgekehrt. Er stellt sich da super tolle Abenteuer vor. Und sie hat sich da überreden lassen.
Spürst du, also versuchst du sowas rauszuspüren im Erstgespräch und versuchst du dann auch falsche Erwartungen zu dämpfen auf der einen Seite und Ängste zu nehmen auf der anderen Seite? Ja. Also ganz wichtig ist auch, dass die Grenzen bewahrt werden, dass man definitiv auch, also sich selbst ausdrücken, wo ist die Grenze, ne? Was will ich nicht, das ist ganz wichtig. Und also ich habe schon ganz andere Geschichten gehört von anderen Schulen, wo man dann definitiv das und das machen muss, sonst wird man gar nicht erst zugelassen und so. Das ist bei mir gar nicht der Fall, weil ich der Meinung bin, das muss, also gerade Vertrauen auch, muss sich aufbauen, darf eben nicht mit Gewalt übers Knie gebrochen werden. Und das muss aus einem selber herauskommen. Und was einem zu viel ist, ist einem zu viel. Und das muss respektiert werden. Punkt. Ja. Hast du da schon irgendwelche Katastrophen erlebt oder so, dass es da mal mit Personen gar nicht geklappt hat und die dann auch nicht mehr gekommen sind oder die Veranstaltung verlassen haben? Nö, eigentlich eher im Gegenteil. Gerade weil man, wenn man da sehr sensibel auf die Thematik eingeht, dass Grenzen bewahrt werden, dass Dinge angesprochen werden, passiert eher das Gegenteil, dass die Leute sich viel, viel, sicher braucht manchmal das mehr Zeit, ja, aber am Ende der 10 Tage hat sich noch nie jemand beschwert. Ja, steuern wir mal wortwörtlich auf den Höhepunkt unseres Gesprächs zu, wenn ich das mal so blumig sagen darf, sprechen wir mal über die Massage selbst. Es ist ja, also wer jetzt keine Ahnung hat, würde vielleicht denken, es geht halt wirklich nur um den sexuellen Bereich. Das ist ja weit gefehlt. Der komplette Körper, wenn ich das richtig verstanden habe, wird in irgendeiner Form eingebunden, von den Fingerspitzen bis zu den Fußspitzen. Exakt. Und aber letzten Endes geht es dann auch um einen sexuellen Höhepunkt. Oder muss das gar nicht sein? Nein, muss, kann aber nicht. Also alles kann, nichts muss, der Klassiker. Quasi. Genau. Es wird sehr natürlich mit der Sexualenergie gespielt, gereizt. Es ist eine sehr sinnliche Massage, wo man sich fallen lassen kann. Und es hängt auch sehr individuell auf den Empfänger drauf an. Ja, also es ist, was spüre ich als Gebender? Was ist, gehe ich mit und es kommt zum Orgasmus? Oder ist es einfach nur schön, was zum Beispiel auch für viele Männer, einfach nur bewusst berührt zu werden, ohne dass es diese zielgerichtet ist. Dieses im Moment sein und jemanden bewusst berühren und gar kein Ziel haben, wo es hingehen soll. Und dann können ekstatische Momente passieren aus dem Nichts heraus, oder auch bei einer Yoni-Massage ganz alte Traumata freigelegt werden von Emotionen und Tränen brechen aus. Und das darf alles da sein, weil man da auch wieder beim nächsten Mal drauf aufbaut und sich die Person befreiter vorkommt. Ja. Also durch das Öffnen während so einer Massage, durch den im Moment sein, da kann es tatsächlich auch passieren, dass ganz alte Gefühle, Blockaden, Emotionen, exakt. Weil man im Hier und Jetzt und weil man sich loslässt und das ist ja hochspannend. Ja. Total. Also das hat ja dann auch einen sehr äußerst meditativen Effekt letzten Endes. Ne? Definitiv ist die Tantra-Massage für mich eine Form der Meditation. Wäre denn die Tantra-Massage auch ein guter Weg, um eine eigene, erfülltere Sexualität als Single erleben zu können? Zum Beispiel, also ich stelle mir jetzt vor, man geht zu so einer Veranstaltung, lernt jemanden kennen, vielleicht finden die beiden Geschmack daran, ohne dass sie jetzt ein Paar werden, ein Liebespaar, aber einfach als sexuelle Bereicherung, weil ansonsten bleibt ja eigentlich nur als Single die Selbstbefriedigung oder wie auch immer. Und das ist ja, also da gibt es ja dann auf Dauer auch Frust. Ja, definitiv. Also auch in meinem Leben ist es so, dass es Freundschaften gibt, da ist das Teil der Freundschaft, dieses Massageritual. Und da ist auch bei jedem Ausbildungsgang lernen sich Menschen kennen und haben danach noch später Kontakt und tauschen sich untereinander Massagen aus. Es ist für mich nicht auf ein Paar reduziert. Es ist eher, man kann das definitiv ausweiten auf seinen Freundeskreis und es baut sehr viel Vertrauen auf zwischen den Menschen. Und ich glaube auch, man entspannt seine Sexualität, weil man eine viel tiefere Intimität mit anderen Menschen aufbaut, die nicht reiner Fokus auf den Geschlechtsakt ist. Ja. Finde ich echt eine schöne, auch sowas. Also wenn ich mir jetzt vorstelle,
Das klingt so selbstverständlich bei dir, das ist so toll, aber du machst es natürlich sehr gern. Ich höre das ja alles zum ersten Mal und ich hatte jetzt so Bilder im Kopf, dass ich in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis jetzt so sage, so Leute, pass mal auf, ich habe hier super Infos aus erster Hand und ihr seid auch alle Freunde und Bekannte von mir, was haltet denn ihr von der Idee? Also wie kommt man denn so als normaler Mensch, der sich damit jetzt noch nicht beschäftigt hat, wie schlägt man denn da die Brücke zu jemand anderem, ohne dass ganz einfach sich das also, komisch anfühlt? Weißt du, was ich meine? Während der Ausbildung gibt es ja immer von Wochenende zu Wochenende meistens so 14 Tage Zeit, ja. Und da werden die Studenten natürlich auch angehalten, das Gelernte bis dato auch zu praktizieren zu Hause mit vielleicht dem Partner, der vielleicht nicht mitmacht oder auch wenn man Single ist, Freunde fragt oder dann gibt es ja auch online die Möglichkeiten, nach Menschen zu suchen, die dafür offen sind. Ja. Gibt es da Foren oder Tantra-Treffpunkte, sage ich mal, Interessierte also, oder so? Mir fällt jetzt nichts Spezifisches ein, aber es gibt ja heutzutage viele, viele Möglichkeiten, auf Menschen zuzugehen. Ja. Ja. Sei es auch über das Facebook-Profil öffentlich mal in seinen Freundeskreis reinzufragen und es melden sich, keine Ahnung, ganz alte Bekannte, mit denen man eigentlich gar keinen Kontakt mehr hatte. Ja. Habt ihr mal Lust auf Tantra? Ja. Zum Beispiel. Ja, schön. Da kann man ganz unverkrampft eigentlich mal an die Sache rangehen. Also ich finde das super spannend und ich würde auch sagen, diesen gesundheitlichen Bogen, um den nochmal zu spannen, ich glaube halt, dass das eben, du hast auch von sexueller Energie vorhin gesprochen. Ich glaube, das macht richtig was mit uns, wenn man sich da mal richtig fallen lässt, wenn man sich frei machen kann, wenn man es schafft, loszulassen und in diesem Hier und Jetzt diesen Moment zu genießen, sich zu öffnen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die das monogame Prinzip präferiert. Das ist so der gesellschaftliche Weg, den man zu gehen hat. Wie würdest du das denn aus gesundheitlicher Sicht betrachten, dieses Thema? Ist Monogamie wirklich eine vernünftige Art und Weise für uns sexuelle Wesen sozusagen? Also ich finde, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Ne? Es gibt in der Natur, Tiere, die leben monogam, es gibt polygame Tiere. Ich glaube, es ist definitiv dann ungesund, wenn du merkst, dass du selber mit dir in einer monogamen Beziehung nichts Gutes tust. Ja, ich habe beide Richtungen gelebt und empfinde beide Beziehungsformen als gleichwertig und mit anderen Vor- und Nachteilen, mit denen man sich im Laufe der Beziehung auseinandersetzen muss. Es ist aber auch so, dass natürlich eine offenere Beziehung Sexualität bereichern kann. Aber meiner Ansicht nach gibt es auch sehr gesunde monogame Beziehungen. Also da können wir jetzt auch kein klares Ja und Nein, sondern es kommt drauf an. Glaube ich, gibt es nicht. Auf die Beziehung, auf die Paarkonstellation. Exakt. Es kommt auf die individuellen zwei Menschen, die sich treffen, verlieben, miteinander einen Weg gehen wollen. Und was daraus sich ergibt, ist ja individuell und nicht, glaube ich, per Norm fest definierbar, dass das gut ist oder das nicht. Was wir eher machen sollten, finde ich, ist uns davon lösen, dass wir ein Bild davon haben, wie es zu sein haben soll. Ja, ich glaube, dass eine gewisse Romantik manchmal einen sehr, sehr einschränken kann, ja, und auch verzweifeln lassen kann. Weil vielleicht gibt es nicht den einen Traumprinzen oder ich weiß es nicht. Also ich habe neulich das Buch gelesen, Das Ende der Monogamie. Das kann ich nur jedem empfehlen. Da sind ganz viele individuelle Geschichten drin, die klappen, die nicht klappen. Und da wird das sehr objektiv von vielen Seiten, dieses Thema beschrieben. Christian, das ist ein schöner Buchtipp. Schwierig wird's ja dann, und vielleicht sollten gerade diejenigen sich das Buch dann mal vornehmen, schwierig wird's ja dann in dem Moment, wo der eine Partner gerne offen leben würde und der andere zumacht. Weil das könnte ja dann wirklich der absolute Beziehungskiller sein. Ja, aber wie gesagt, es gibt auch ganz viele Beispiele, wo es eben die Beziehung gerettet hat. Das als Gleichgewicht. Monogamie und
Polygamie, also Polygamie als Definition für mehrere Sexualpartner. Und dann gibt's ja auch noch das spannende Thema Polyamorosität, heißt es, glaube ich. Polyamorie, ja. Polyamorie. Also da kommt ja dann auch, die Gefühlsebene. Exakt, dass man gleichwertige Liebespartner hat, ja. Das ist was, das stelle ich mir noch eine Ecke komplizierter vor. Ja, aber also man muss natürlich immer kommunizieren und auch, also ich finde das wieder auf, zurück auf das Buch, da ist das sehr, sehr gut beschrieben von verschiedenen Fallbeispielen. Je mehr Partner involviert sind, desto mehr muss man kommunizieren, auch klar kommunizieren. Man muss Herr seiner eigenen Emotionen eigentlich sein, die auch wissen, wie man sie kommuniziert, wo sind die Grenzen, vielleicht auch erstmal über die Grenzen erleben und das will ich nicht, ne? Und gute und schlechte Erfahrungen machen. Und es ist ein Prozess, ja. Also ich finde es zumindest spannend, sowas mal zu erleben. Habe ich noch nie erlebt. Stelle ich mir aber, wenn ich so auf meine Beziehung zurückgucke, auch gerade früher so, ich habe sehr, sehr eifersüchtige Frauen in meinem Leben kennengelernt. Das wäre fast nahezu ausgeschlossen. Also das heißt, man braucht wirklich open-minded Menschen, ja, die damit umgehen können. Das hat dann auch wieder viel mit Persönlichkeit zu tun. Ja. Und vielleicht hilft da aber auch Tantra, weil auch das wieder vielleicht ein Weg sein kann, um da ein bisschen die Schranken zu öffnen, um vielleicht alte Grenzen abzuwerfen. Exakt. Ja. Ja. Also sich auf etwas Neues einzulassen. Genau. Und also ja, ich war sehr glücklich beschenkt in meinen jungen Jahren in Stuttgart mit einem Freundeskreis, der da sehr, sehr experimentierfreudig war. Also wir hatten monogame Pärchen, wir hatten sehr viel offene und es war sehr familiär und es wurde sehr offen mit der Thematik umgegangen und somit, das war sehr, sehr wegweisend für meine Sexualität, dass da ein Bild geschaffen wurde, dass es da kein richtig und falsch gibt, sondern sehr individuelle Wege, die man für sich selbst einfach finden muss, gibt, ja. Jetzt habe ich ja in meinem Speaker-Dasein oder Podcast auch einen Schwerpunkt Digitalisierung. Die Digitalisierung beeinflusst ja auch mittlerweile stark die eigene Wahrnehmung der Sexualität. Insofern, dass Pornografie, darauf will ich jetzt hinaus, heutzutage kostenlos, unbegrenzt, super leicht über das Internet verfügbar ist. Und zwar ja nicht nur, ich sag mal, Bienchen-Blümchen-Pornografie, sondern so ziemlich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und wenn ich da an meine eigene Jugendzeit zurückdenke, da gab's das Porno-Heft. Ich erinnere mich noch, das ist vielleicht ganz spannend, als ich zum ersten Mal, ohne wirklich zu wissen, was ich da in der Hand habe, ein Porno-Heftchen in der Hand habe. Ja. Ich fand das spannend. Befremdlich. Ja. Und du weißt ja, was am Pornhöftchen am Ende immer passiert. Ja. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich fand es so unfassbar, dass es sowas gibt und dass es offensichtlich jemand macht. Also es war nicht zu begreifen. Da kann ich mich noch ganz, also es war auch ein purer Ekel in dem Moment. Also das war völlig jenseits meiner Vorstellungskraft. Jetzt ist es ja aber so, wir haben also Jugendliche, sogar Kinder, unbegrenzten Zugang zum Internet. Total, ich bin selbst Vater eines 14-jährigen Sohnes. Da kennst du ja das Problem. Total. Und ich meine, einerseits kann man den Content, der im Netz bezüglich Pornografie, die freie Zugänglichkeit, da kann man nichts machen. Aber wo sich was tun sollte, ist definitiv aktive Aufklärung auf Seiten der Schulen, dass auch nicht nur das Bio-Grund-Sexualitätsunterricht abgearbeitet wird, sondern dass man da wirklich nachhaltig Alternativen oder auch, ja, also wir hatten das Thema zu Hause und wir haben unserem Sohn gesagt, das, was du da siehst, entspricht nicht der Norm. Und du musst das eigentlich, dieses Feld für dich selbst entdecken, damit du Pornografie, die dir im Netz begegnet, selber einschätzen kannst. Und das sieht definitiv anders aus. Und wir haben das ihm so erzählt, als das ist ein Hollywood-Blockbuster, ja, wo viel gefaked ist und auch geschnippelt an den Genitalien und
was auch immer da alles dafür getan wird, neue, mehr Reize zu schaffen. Ja, es ist, darauf möchte ich später nochmal zurückkommen. Und wir haben ihm geraten, dass, also wir können es verstehen, dass es für ihn super reizvoll ist, das zu sehen und vielleicht masturbieren oder was auch immer. Aber oder dass auch in WhatsApp-Gruppen Links hin und her geschickt werden. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich gucke jetzt mal ein Porno, sondern dann geht es von einem zum anderen und plötzlich klickt er das halt mal an und hat das, obwohl er es gar nicht wollte. Oder auch das Problem, dass die Kids dann anfangen, Fotos von sich zu machen und zu schicken. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Aber auf alle Fälle grundlegend auch nochmal, Pornografie kann nerven. Also du kannst dich konditionieren, die äußeren Reize immer höher, schneller, weiter zu stimulieren, dass dich dann vielleicht ein Partner in echt, weil der einfach nur mal kuscheln will, oder dass dich das gar nicht mehr anmacht, weil du brauchst irgendwie diese Reize und frischen neuen Reiz, und deine Partnerin kennst du schon seit mehreren Jahren. Da gibt es unglaublich viele Selbsthilfegruppen und es ist ein Suchtpotenzial, genauso wie wie Gaming oder was auch immer. Pornosucht. Genau. Ja. Und meiner Ansicht nach ist Tantra-Massage oder bewusste Sexualität, Slow Sex, ist ein sehr, sehr gutes Mittel, da ein Gegengewicht zu finden. Und es ist definitiv nicht schlimm. Es gibt tolle Regisseurinnen, die bewusste Pornos und eher realistisch darstellen. Und aber es ist eben einfach auch nur, es sollte als kleiner Teil der Sexualität, als kleine Farbe des Regenbogens gesehen werden. Und sobald jemand merkt, dass dass diese eine Farbe alle anderen Farben verdrängt, ist es definitiv eine falsche Richtung. Handlungsbedarf, ja. Jetzt hat ja euer Sohn das Glück, dass er Experten sozusagen im Haus hat. Wäre deine Empfehlung an die Eltern, so offen wie möglich dann mit ihren Kindern über sowas zu sprechen? Ich kann mir vorstellen, viele haben da auch einfach ein Problem, definitiv, an so ein Thema ranzugehen. Also es ist, also A, sollte man erstmal in seiner Sexualität eine klare Kommunikation haben mit seinem Partner. Und ich glaube, wenn man die hat, kann man auch auf sein Kind viel offener zugehen. Mhm. Wenn das schon dem Partner gegenüber, wie soll ich das denn dem Kind vermitteln? Yeah. Mhm. Und da liegt die Verantwortung definitiv bei den Eltern, ja. Hast du den Eindruck, dass diese digitale Pornografie die Wahrnehmung von Kindern heute, also ist die anders? Denken die, dass Sexualität anders ist als wir jetzt zum Beispiel vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren? Kann ich mir definitiv vorstellen. Also ich habe mal von einer Studie gehört, dass plötzlich, also es gab bei Frauenärzten immer mehr die Anfragen von College-Studentinnen in Amerika, Schmerztabletten. Und die haben sich dann gefragt, wieso das denn? Und dann kam wirklich sehr flächendeckend raus, dass die jungen Männer nur noch Analsex haben wollen, weil mehr Analsex-Content auf den Porno-Plattformen zu geben sind, und die Mädchen natürlich so, ich will dem Mann gefallen, den ich verliebt bin, oder ich möchte meine ersten Erfahrungen machen, und zu 80% oder 60% oder so trifft man dann jemanden, der sofort Analsex haben will, weil der es halt so gesehen hat, und die beiden eigentlich gar nicht wissen, wie sie sich dem Thema gefühlvoll nähern, und dass eigentlich bei Sexualität gerade in jungen Altern um was ganz anderes geht. Wir haben am Anfang über deinen Namen gesprochen und über die Geschichte deines Lehrers. Den Bogen würde ich gerne noch mal zu Ende spannen, weil du hast ja, das ist ja der Name, wenn ich dich richtig verstanden habe, den du von deinem Lehrer dann erhalten hast. Und exakt, so nennst du dich aber auch heute. Und genau, steht auch in meinem Ausweis drin. Ja, Wahnsinn. Ja, was hat es mit dem Namen auf sich? Ja, also letztendlich bin ich dann, wie vorhin beschrieben, auf ihn gestoßen. Und das hat mich mein ganzes Leben so grunddermaßen, ja, alles umgeworfen. Es hat gerüttelt überall. Ich habe mein Leben komplett anders ausgerichtet, ja. Und das, ja, und dann bin ich, habe ich ihn mal in Hannover gesehen, und dann war klar, okay, danach ist Amsterdam, und ich bin auf dem Weg nach Amsterdam und will da hinfahren. Was ist er für ein Landsmann? Er ist auch Schwabe wie ich, ja, Stuttgarter. Also Deutscher? Ja, genau. Ah, okay. Ja, aber sehr früh, also er war TV-Journalist und hat mal als
Künstler in Amsterdam gewohnt und ist dann nach Indien, war ganz früh Yoga-Lehrer, da kannten das die meisten Leute in Europa noch gar nicht und ist dort dann auf seinen Meister gestoßen. Ja. Also so, und wie du ihn getroffen hast, hat er seinen Meister in Indien getroffen? Ja. Wie viel älter ist er als du? Er ist 22 Jahre älter. Ah ja, okay. Ja. Und genau, auf der Fahrt nach Amsterdam ist mir das eben so klar geworden. Ich frage ihn um einen Namen. Ich bitte ihn um einen Namen. Und zwar einfach auch um dieses Gewicht, diesen Ausdruck zu verleihen. Mhm. Diese tiefe Bereicherung in meinem Leben, ja. Diese Identität einfach auch ein Stück weit. Und was bedeutet der Name? Also ja. Sukadas, das bedeutet Diener der Glückseligkeit. Diener der Glückseligkeit. Ja. Da haben wir doch einen wunderbaren Bogen geschaffen zum Tantra-Lehrer, weil das hat ja auch was mit Glückseligkeit zu tun. Ja, total. Das passt ja dann hervorragend. Ja. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ich fand's danke super dir. Interessant. Ich hoffe, wir haben ein paar Hörerinnen und Hörer inspiriert. Du bist auch herzlich eingeladen. Also ich denke da jetzt mal drüber nach. Mal gucken, was da mit mir passiert. Ja. Vielen Dank. Super, ich danke dir. Ciao. Mal vielen Dank an dich, lieber Sukadas, für diese Einblicke in die Welt des Tantra. Ja, und wenn einem vielleicht dieser spirituelle Aspekt ein Stück weit too much ist, die Berührung zweier Menschen auf körperlicher Basis, diese Hingabe, dieses der eine gibt, der andere nimmt, dieser Austausch von körperlichen Berührungen, das hat auf jeden Fall einen großen gesundheitlichen Aspekt. Ich denke da an die Hormone, die freigesetzt werden. Oxytocin, auch bekannt als Kuschelhormon, lässt uns wohlfühlen, lässt uns sozial zugehörig fühlen. Ausschüttung von Serotonin als Glücksstoffe, die uns wohlfühlen lassen. All das hat auf jeden Fall einen positiven Aspekt über die körperliche Erfahrung, über die körperliche Berührung auch zum seelischen Gleichgewicht zu finden. Und das finde ich einen ganz faszinierenden Aspekt an diesem Thema. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen dazu ermuntert, mal aus seiner Komfortzone rauszugehen, neue Dinge auszuprobieren. Das macht doch auch das Leben würzig und wertvoll, würde ich an dieser Stelle sagen. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.